Sonne. Hier im Fitness Center in Lanzig. Heute wieder mit der Serie Hashtag Fitterhorn. Heute mit einem ganz intensiven, aber ruhigen Bauchworkout. Ich habe wieder die Steffi mit dabei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Gut. Stell dich einmal ganz breit hin. Wachse lang in deiner Wirbelsäule. Denk mal an deine große Zehenspitze. Eine kleine Zehenspitze und deine Fersen. Das ist dein Druckpunkt. Das ist dein Startpunkt. Lass die Atmung fließen tief durch die Nase ab. Und durch den Mund wieder aus. In die Arme hoch, die Schulter. Und schieb tief. Tief ein. Und aus. Noch einmal. Und dann beginnt rechts mit einem kleinen Schulterkreis und links in die Knie mit. Rechts, links. Dein Bauch ist hier schon fest. Rechts, links. Vier. Drei. Zwei. Mach die Bewegung größer. Halbe acht. Öffne die Beine etwas breiter. Rechts, links. Zieh schon hier in die Seite. Vier. Drei. Dein Bauch ist jetzt dein Bauchnabel. Zieh nach innen oben. Achtung, großer. Groß, groß. Bleib hier in der aufrechten Position. Bleib in der Bauchspannung. Sehr schön. Gib mir acht wieder. Noch vier. Drei. Den Halb ab. Acht. Sieben. 6, 5, 4, 3, 2. Nur die Schulter, jetzt. Right, left. 4, 3. Bleib in der Mitte bei der Arme, bei der Schulter. 4, 3, 2. Der nächste stützt dich ab, lange und tief. Rundroll auf, tief. Und rund hoch, mach das zweimal mehr. Sehr schön. Ein letztes Mal und dann bleib bitte bei mir oben. Nimm den rechten Arm an den Hinterkopf. Den linken mit dazu. Komm jetzt leicht mit den Zehenspitzen am Außenseiten einen Schritt tiefer. Schließ hier mal die Ellbogen. Und öffne. Ziehe jetzt hier schon den Bauchnabel nach innen. Stabilisiere dich. Und mach dich bereit, mit mir abzutauchen. Mach dich rund, langsam, tief. Tief. Und zieh dich hoch, öffne die Schultern. Ausatmen, tief. Einatmen, zieh nach oben. Bleib in der Bewegung. Hol die Kraft aus Bauch. Und Rücken strecken. Mach das achtmal wieder. Noch sieben. Letzten sechs. Letzten fünf. Noch vier. Letzten drei. Letzten zwei. Und dann bleib bitte bei dir oben. Stabilisiere dich hier. Zieh den Bauchnabel nochmal nach innen oben. Lass die Ellbogen aus und stell dir jetzt vor, dass ein Stab von deinem Kopf bis zu deinem Bauch zieht. Diesen Stab hältst und kommst mit ganz langem Rücken parallel zum Boden. Mit der Einatmung zieh dich nach oben. Ausatmung tief. Einatmung. Ausatmung tief. Einatmung. Elf, vier, tief, drei. Denk an deine Ellenbogen, deine Schulter. Die bleiben in einer Linie. Richte dich mit mir noch einmal auf. Löse die Arme. Komm mit langem Rücken tief. Stütze rechts,
legst beide Knie nimmst du tief. Richtest dich lang auf in deine Wirbelsäule. Nimmst deinen rechten Fuß in die Seite. Zieh die Zehenspitzen hier rein. Nimm deinen linken Arm tief und wachse hier wieder lang in der Wirbelsäule. Zieh deinen Arm tief, das ist Stufe 1. Die Einatmung bringt den Arm über die Seite nach vorne. Die Ausatmung schiebt tief. Einatmung. Ausatmung. In. Ein Exhale. Wer mehr möchte, ich zeige wieder die Schwere. Die Steffi bleibt in der Nacht. Such dir deine Variante aus, beide Arme. Wichtig ist mir hier, dass du die Länge hältst, dass dein Oberkörper komplett stabil bleibt, dass du die Atmung fließen lässt. Wenn du merkst, dass du die Spannung im Bauch nicht mehr ganz halten kannst, denk an deinen Arm, er dient dir als Unterstützung. Bleib hier in der Bewegung, bleib in der Atmung. Gib mir hier 8 mehr. 7. Letzten 6. Letzten 5. Letzten 4. Letzten 3. Letzten 2. Und dann bleiben beide Arme wieder tief. Und zieh ihn mal ganz klar. Dreh den Daumen auf. Millimeter aus der Körperseite. Lass die Atmung fließen. Für 4, 3, 2, halt, stütz dich ab, setz dich tief. Kicken beide Knie übereinander. Ich zeige dir verschiedene Stufen, Stufe 1. Die Knie wieder auf einer Linie, heb den Oberkörper. Das ist Stufe 1, du kannst jederzeit begleiten. Wer mehr möchte, Stufe 2. Und wer ganz viel möchte, geht natürlich auch in Stufe 3. Leg jetzt den Arm nach oben, such dir deine Variante aus. Ich möchte nur die Hüfte tief. Und schieb hoch. Tief. Und hoch. Hier ist ganz wichtig, halt die Schulter, die Ellbogen auf einer Linie. Lass die Schultern weg von den Ohren. Lass auch hier die Atmung fließen, wie sie kontrolliert. 4. 3. Letzten 2. Und dann hältst du für oben, für ganz kleine, kurze Schiebhüfte. Stell dir vor, jetzt zieht ein Faden. Das Ganze zur Decke. Für die letzte 8. Sehr schön. 4. 3. 2 und halt. Stabilisier dich, schieb die Hand raus aus dem Schultergürtel. 4. 2 und löse auf. Sehr schön. Nimm die Füße einmal zu mir nach vorne. Richte dich auf am langen Rücken. Und nimm die Hände ganz fest in deine Oberschenkel. Zieh dich hier zurück. Halte die Länge. Nimm den Blick leicht nach oben. Nimm den rechten Arm nach vorne. Nimm den linken Arm nach vorne. Und beginn jetzt die Arme zu öffnen. Mit der Ausatmung zu schließen. Stell dir mal eine 8 vor. Eine runde 8. Keine Osterei 8. Und diese runden Kreise beginnst du jetzt von unten nach vorne zu machen. Lass den Blick leicht zur Decke, leicht diagonal. Lass den Bauch angespannt. Die Fersen fest im Boden. Bleib in der Bewegung. Sehr schön. Vielleicht kannst du die Bewegung größer machen. Vielleicht kannst du hier in eine fließende Bewegung eintauchen. Für die letzten 8, 7, 6,
Öffne. Marschier. Lock. Lass jetzt einfach nur die Beine lang. Denk an deine Lungen, die zieh sie leicht nach oben. Denk an deine Daumen, die leicht nach außen rotieren. Und lass die Atmung hier fließen. Sehr schön. Spür den Bauch, zieh dich nochmal lang heraus. Denk an den Faden, der dich nach oben zieht. Denk an den Stab. Leg den Rücken an. 4, 3, 2. Halte die Beine. Und die Arme nach vorne, zieh dich hoch. Mach dich einmal. Nimm die Beine diesmal bitte auf die andere Seite. Komm mit mir noch einmal in den Kniestand. Und roll dich über die Füße hoch, bevor du dein linkes Bein zusammenziehst. Die Zehenspitzen wieder reinziehst. Deinen Bauch nach hinten oben ziehst. In die Länge kommst. Die Verlängerung von der Zehenspitze bis zum Scheitel lang. Wieder deine Stufe 1. Halte, stabilisier dich. Öffne nochmal dein Brustbein. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Und komm dann mit mir tief. Und tief. Und tief. Lass die Bewegung jetzt nur an deinem Körper vorbeiziehen. Tief. Und über vorne wieder. Tief. Und wer hier mehr möchte, und den anderen Arm dazu. Tief. Dein Oberkörper bewegt sich mit. Dein Bein stabil, dein Rumpf bleibt stabil. Lass die Bewegung fließen. Lass die Atmung fließen. Inhale, exhale. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Konzentriere dich auf deine Körpermitte. Letzten 8, 7, 6. Und dann das kleine Licht. 4, 3. Letzten 2. Und wenn du bereit bist, hältst du um. Jetzt öffne die Arme. Öffne den Daumen wieder nach oben, kleiner Push. Aus der Körperseite, mit den Knien, ganz klein. Sodass du es fast nicht sehen kannst. Sodass du es fast nicht wahrnehmen kannst. Die ganzen kleinen Muskeln, lass sie ab. Lass den Bauch fixieren und anschauen. Setz dich. Leg diesmal den Ellenbogen noch einmal auf. Zieh beide Knie heran. Wachse lang die Hüftknochen übereinander. Lass jetzt hebst du ab. Stabilisier dich hier. Ellenbogen, Schulterlinie eine. Wer mehr möchte, geht hier. Wer mehr möchte, ganz viel, geht hier. Nimm den Arm nach oben, stabilisier dich hier. Falle den Bauchnabel nochmal fest an, wenn er nicht schon dort ist. Und jetzt gehst du langsam tief. Und down. Arbeite auch hier wieder mit deiner Art. Sie unterstützt dich. Sie hilft dir. Sie gibt dir Kraft. Löse auf. Schieb
der Nacht. Dreh dich jetzt in die seitliche Position. Wir nehmen die Füße zueinander. Hänge die Arme nach hinten. Und deine Oberschenkel wachsen hier noch ein. Und mach dich hoch. Lehne die Arme an. Ausatmen. Bereite dich hier schon vor. Für die nächste kommende Übung heißt es, löse jetzt mal die Arme. Komm tief. Und hoch. Und beginne jetzt nun mal dein Steißbein auf den Boden abzurollen. Und wenn du hochkommst, die Brust nach vorne zu schieben, die Schulterblätter zurück. Die Länge des Rückens zu spüren. Arbeite hier ohne Schwung, einfach nur mit Kraft. Mach das viermal mit. Mach das dreimal. Sehr schön. Für die letzten zwei. Ein letztes Mal. Und dann komm mit mir bis zum Schulterblatt tief. Tief. Hoch. Hoch. Um die Länge noch mehr zu spüren. Und zwar nächsten Mal, wenn du hochkommst, die Arme nach oben in die Länge. Tief. Und die Länge. Rund. Und lang. Lass auch hier deine Atmung fließen. Lass sie kommen. Bis sie geht. 4. 3. Letztes Mal. Und ein letztes Mal. Komm noch einmal mit mir in die halbe Bewegung tief und halt. Stell jetzt die beiden Füße komplett auf. Nimm die Hände über oben nach hinten. Halte. Nimm sie nach vorne auf die Schultern hoch. Rück, vor. Denk jetzt mal an einen Beckenboden. Schieb die Hüftknochen leicht nach oben. Versuch dein Gesäß. Nur mal den Gedanken lang vom Boden. Intensiviere den Bauchspann. Ein. Ausatmen. Sehr, sehr schön. Mach das noch 8 Minuten. Mach das noch 7 Minuten. Genieße die letzten 6. 5. Noch 4. Noch 3. Letztes Mal. Und ein letztes Mal. Halte deine Mitte vor. Dreh die Daumen nach außen und schieb ganz klar nach. 4. 3. 2. Halte. Nimm die Hände an den Hinterkopf. Deine Fingerspitzen berühren nur leicht den Hinterkopf. Deine Ellbogen sind außen, dein Oberkörper ist gerückt. Schieb jetzt die Ellbogen über der Stirn zusammen und öffne, dreh sie fast bis zur Hand, bis zum Boden tief. Schließ und öffne. 2 schließen. Es sind nur deine Arme, die sich bewegen. Dein Oberkörper bleibt komplett stabil. Dein Blick Richtung Decke gerichtet. Dein Kinn zieht noch weiter Richtung Decke. Lass nur die Ellenbogen arbeiten. Spür die Bauchspannung. Ausatmen. Noch 4. Noch 3. Letztes Mal. Und halte dann nochmal aus. Öffne die Arme. Und ich möchte, dass du nur hältst. Für 4, 3. Bevor du ganz langsam den gesamten Oberkörper ablegst. Einmal deinen Bauch lockerst, deine Beine weich lockerst. Und die Atmung spürst. Lädern.
deinen Bauch auf, atme ein, aus. Tief an und aus. Bleib dann wieder bei mir. Denk wieder an den Bauchnabel, der nach innen oben zieht. Spann den Bauch langsam wieder an. Nimm die Arme bitte nach vorne, die Handflächen nach oben. Heb dein rechtes Bein. Heb dein linkes Bein. Zieh die Zehenspitzen zu dir heran. Fixiere jetzt genau diesen Winkel. Der 90-Grad-Winkel bleibt. Komm mit dem rechten Fuß tief. Bis dein Ferse im Boden berührt, maximal. Und komm wieder hoch, ganz langsam. Nimm die Seite tief. Bevor die Ferse im Boden berührt, komm ganz langsam wieder hoch. Beide Beine. Sensia. Nur so weit, wie es für dich möglich ist. Und nimm sie wieder mit nach oben, wer mehr will. Oder wenn es einfach fällt, geht natürlich auch mit gehobenem Oberkörper rechtes Bein. Tief, tief, hoch, hoch, links. Wieder beide Beine zweimal. Tief, tief, hoch und zurück. Beide Beine. Im Tempo jetzt. Rechts, links, beide, tief. Hoch, tief, hoch, rechts, wer noch mehr will, streck, streck, bleib in der Bewegung, rechts, links, streck, streck, rechts, links, nochmal, rechts, links, schieb, schieb, right, left. Spür langsam den Bauch. Bleib in der Bewegung für die letzten 4 Runden. Drei. Right, left, klasse, ein letztes Mal und schieb nochmal und wenn es geht, bleib nochmal. Nimm die Arme bitte jetzt ganz nach oben, richte dich auf mit dem Oberkopf. Das geht jetzt ganz klein, einmal strecken nach oben und halt, das ist Stufe 1. Wer mehr möchte oder schwerer will, öffne mit mir das X und schließt. Mach dich bereit. Fahre hierfür über deinen Bauchnabel nochmal ganz fest nach hinten. Konzentriere dich, nimm dein Kinn zur Brust. Es geht nur mit Strecken oder ins X. Wir starten in 4, 3, 2, öffne, out, out, schließ, schließ, öffne. Und schließ die letzte 8. Öffne. Und schließ. Noch 7. Und schließ. Letzten Sitz. Und schließ. Letzten 5. Schließ. Noch 4. Schließ. Letzten 3. Schließ. Letzten 2. Schließ. Ein letztes Mal. Löse auf, schnapp dir die Knie und roll einmal mit mir nach oben. Mach dich rum im Rücken und in der Länge. Letzte Übungskombination, dein Endspurt, mach dich bereit. Nimm die Arme nach vorne und roll dich hier nochmal ganz langsam wieder in die Höhe tief. Merk dir diese Länge, seine Arme. Hier das langsame Abrollen, Beine in der anderen Richtung. Genauso langsam möchte ich später mit dir wieder nach oben aufrollen. Heb jetzt bitte dein rechtes Bein. Nur halten. Zieh dein rechtes Bein, dein Knie wieder herab. Und schieb es nach vorne weg. Dein linker Arm darf dazugehen.
Trank du vorbei zu Pferd. Schick. 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 Letzten Sieg. Letzten Druck. Letzten zwei. Halte in der Länge. Löse auf. Wechsel dein Bein. Zieh es auch hier einmal ab. Und streck es weg, wenn du möchtest, der Arm. Schick zum Knie oder zur Ferse. Gut. Auch hier die letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier Leute, wir sind gleich in der letzten Minute, beziehungsweise wir sind im Aufbau dafür. Zwei. Halte in der Mitte die Länge. Stell die Beine ab. Stell die Arme wieder zurück in ihre Ausgangsposition. Nimm jetzt beide Beine nochmal nach oben. Zieh die Zehenspitzen hoch. Zieh dein rechtes Knie bis zur Brust, dein linkes Bein streckt. Wechsel die Seite. Das geht in einer einfachen Variation. Wenn du jetzt die Hände nach vorne löst, dein Knie berührst. Dein Knie berührst. Oder die Bewegung groß macht bis zu Pferd. Und ich möchte, dass du diese Übung noch einmal genießt. Dass, wenn es geht, du den Schultergürtel legst, die Zehenspitze rangezogen ist, du die Bewegung entweder ganz klar machst, wie es die Strecke zeigt, oder in Full Range of Motion, wie ich es gerade vorstelle. Und du hältst diese Übung. Für die letzten acht ab jetzt. Acht. Sieben. Genießen. Spür nochmal rein. Wachsen nochmal in der Länge. Vier. Drei. Zwei. Halte die Mitte. Komm zurück in die Ausgangsposition. Setz die Füße ganz langsam. Nimm die Hände nach vorne. Zieh dich höher. Zieh dein Kinn zur Brust, es hilft dir. Umfasse, wenn es geht, oder wenn es zu viel wird, nur mit einem Finger, mit zwei oder mit drei, die Oberschenkelbrust. Zieh dich höher. Halte. Zieh dich höher. Mach dich bei deinen Schuhen. Richte jetzt die Länge im Oberkörper auf. Schieb deine Bauchkörper auf die Brust. Löse die Arme und zieh dich noch einen weiteren Schritt nach oben. Löse. Inhale, länger. Exhale, löse. In der nächsten Länge hältst du. Nimmst die Füße wieder zu mir nach vorne. Schiebst dich nochmal ganz nach rechts. Umfasst nochmal deine Oberschenkelrückseite und lass dich einfach mal fallen. Leicht in die Ellbogen nach außen lenken. Lass den Bauch hoch. Einatmen, nehmen. Zieh dich immer ganz nach oben. Umschlage ein rechtes Bein, ein linkes Bein, eine Schnalle. Schieb dich hier raus, wachse nach länger. Ein Faden wird von unten nach ganz oben ziehen. Arme, Lippen. Komm in die Rotation nach rechts. Blick über den rechten Schulter. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Über die Seite atme aus. Komm mit einer großen Kraft nach vorne. Auf links. Auf rechts. Lass dich hier fallen. Sehr schön, dein letztes Mal. Wachse mit mir lange mit der Wirbelsäule. Atme über die Seite ein. Über die Seite aus. Mach das noch zweimal. Ein letztes Mal. Oder bitte oben. Über die Mitte atme aus. Ich hoffe, ihr habt das gespürt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.